Hallihallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Nee, das geht nicht. Michael spricht nicht, oder? Nee. Nee. Mm-mm. Das wäre eigentlich wünschenswert, oder? Wenn ich nichts sage. Ja, wie ich schon mal gesagt habe, Michael ist einer meiner Lieblinge, der hätte wenigstens die Fresse. Im Gegensatz zu diesem Michael. Mhm. Hallihallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Hier sind wieder die Becky und der Michi. Immer noch im Krankenbett und jetzt live auf unsere Showsofa. Ich habe es doch gemacht. Das war so peinlich. Ich habe überlegt, wie cringe kann man sein? Und da habe ich gedacht, ja, kriegen wir hin. Ja. Heute ist Halloween. Yeah. Du hast schon wieder die falschen Süßigkeiten gegessen, kann das sein? Was? Ja, du siehst aus, als hätten sie dich durch den Gulli gezogen. Nein, die Becky, die war total krank. Ich höre jetzt auch auf, drauf rumzureiten. Mhm. Also auf ihrer Krankheit. Mhm. Ja, aber es geht fast schon wieder halbwegs. Ja. So, sie kann bald wieder in die Schule gehen. Ja, so. Ja, schön, schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Heute reden wir mit euch über die Filme, die wir in den Herbstferien geguckt haben. Das ist zwar schon ein bisschen her, also für uns besonders, da liegt ja eine ganze Woche dazwischen, aber dann wurde die Becky krank und eigentlich haben wir gesagt, wir reden nicht nur über die Filme, die wir in den Herbstferien geguckt haben, sondern wir haben ja auch danach, also vor Halloween, haben wir noch weitere Filme geguckt. Wir haben auch ein paar Filme rausgenommen, über die wir jetzt nicht reden werden. Wir werden das nur kurz anschneiden, warum das so ist. Und wir reden jetzt nur über die Filme, die wir geguckt haben, die einen Bezug mehr oder weniger zu Halloween haben. Ja. Ich weiß, das Video wäre am Freitag besser gewesen. Dann hättet ihr nämlich den einen oder anderen vielleicht euch noch irgendwo besorgen können und den heute Abend gucken können. Aber es sind auch viele Streaming-Titel dabei. Mhm. Die könnt ihr also auch problemlos heute Abend gucken. Und vielleicht habt ihr ja noch den einen oder anderen Film bei euch im Fundus. Ja, genau. So, wir fangen an mit einer Spoilerwarnung. Ich vergesse das immer und da habe ich irgendwann hier alles Infos rausgehauen und dann, ach so, Spoiler. Also, dieses Video kann Spuren von Spoilern enthalten. Jede Menge. Also, es ist höchstwahrscheinlich so, dass wir hier über viele Filme, die wir jetzt vorstellen, wirklich ins Detail gehen. Ja, oder? Mal gucken, genau. Und mal gucken ist auch der richtige Punkt. So, wir machen das wieder so, wir blenden euch hier oben über den Kerzen, blenden wir euch dann die Titel ein, über die wir reden. Weil wir haben echt viele Filme diesmal auch gestreamt, die wir nicht in der Sammlung haben. Und dann kann ich euch auch nichts hinhalten. So, erstmal die Filme, über die wir nicht reden. Wir reden nicht über die Halloween-Filme. Die haben wir nämlich auch geguckt. Also nicht alle, aber einige. Mhm. Da kommt dann aber in den nächsten Tagen ein Ranking von mir. Ich weiß nicht, machst du mit? Dafür kenne ich mich damit zu wenig aus. Aber hast du doch auch gesehen. Ja, ja, doch, ich mache das mit. Wir machen also ein Ranking der Halloween-Filme. Dann, was wir auch nicht drin haben, ist... Du siehst ja so gerne, wenn wir uns zanken. Ach, bist du anderer Meinung als ich? Ja, ja. Findest du Halloween 3 gar nicht so geil? Welcher war das? Ach, das war der mit... Mit ohne Michael. Das Baby ist for me. Ja, okay. Nein, mehr so... Ja, ja. Ja, genau. Naja, gut, okay. Ja, reden wir ein andermal drüber. Wir reden auch ein andermal über Brennen muss Salem und Salem Slot. Oh ja, darüber reden wir. Da reden wir auf jeden Fall noch drüber. Also über das Original und das Remake. Und nächstes das Jahr und nächstes Jahr kommt noch ein Remake und das Buch. Ja, oh ja, und darüber das Buch. Reden wir. Da reden wir auch noch drüber. So, aber worüber wir reden, sind die Filme, die wir geguckt haben. Und den Anfang macht... Yeehaw. Ja, Muppets Haunted Mansion auf Disney Plus. Der ist letztes Jahr schon veröffentlicht worden und ich wollte ihn letztes Jahr schon sehen, aber letztes Jahr hatten wir kein Disney Plus und ich bin ja ein riesengroßer Muppet-Fan. Hab mich total drauf gefreut und das war auch der Film, mit dem wir quasi die Halloween-Zeit eingeläutet haben. Ja. Ja, doch, es war der erste Film. Ich habe das jetzt ja chronologisch geordnet, ja, wie du wolltest. Vor allem, du führst ja auch über alles, was wir gucken, Buch. Genau. Ich führe über alles Buch, was ich mache. Okay. Nicht nur, was ich gucke. Buchhalter hier. Ja, genau so. Wenn ihr wüsstet. Ja. Erzähl mal, Muppets Haunted Mansion. Süß. Süß, ja. Süß. War wie eine Muppet-Folge an sich, nur halt eben irgendwie im Horrorhaus-Style. Ja, also... Es hat eigentlich nicht wirklich eine Handlung, oder? Doch. Also die Handlung ist folgendermaßen... Das ist aber auch ein Bierdeckel. Ja, das ist ja bei vielen Filmen so. Ja. Wie ist denn die Handlung von Halloween?
Irrer bricht aus der Nervenheilanstalt aus und schlachtet Babysitter ab. Ja, das ist die Handlung. Ja, also Gonzo und sein Freund, die Krabbe. Die ja. Ich meine nicht Rizzo. Ja, das fand ich auch schade, dass Rizzo nicht dabei ist. Ja. Rizzo war eigentlich, naja. Also, für mich war auch zu wenig Piggy mit dabei. Ja, mein, generell, mein ich fand das generell, also ich fand den Film generell nicht so wahnsinnig toll. Ich fand ihn süß. Ich fand ja. ihn stellenweise echt heftige Szenen. Wenn man sich denkt, von wegen so, ich gucke das jetzt mal mit meiner vierjährigen Nichte oder sowas, da waren doch ein paar Szenen, wo ich gedacht habe, von wegen, holla die Waldfee. Ich weiß jetzt auch nicht, wie die, die Altersempfehlung von Disney war. War die nicht auch 6 oder was? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, also Gonzo und sein Kumpel gehen in ein Spukhaus, da sind sie eingeladen und hoffen da auf ganz viele Prominente zu treffen. Mhm. Es sind tatsächlich auch einige Prominente da. Es sind halt viele. Ja. Das war aber auch bei der Muppet Show ja. so, oder? Ja. Also die Muppet Show, da waren natürlich Superstars bei, die wir alle kennen, aber es waren halt auch ganz viele dabei, wo ich sage, hä? Wer ist das denn? Ist hier auch, es sind aber auch ein paar Prominente dabei. Mhm. Alles in allem fand ich den Film, die Musik hat mich auch ein bisschen gestört. Es war ein bisschen, wir hatten da auch Szenen aus der Muppet Show, also diese Ballsaal-Szene, die hat man da nachgestellt und alles, aber auch die Stimmen fand ich nicht so toll, ehrlich gesagt. Oh. Hat mir auch nicht so richtig gefallen. Also ich fand für den Einstieg den Film fand ich ja, toll. War ein schöner Halloween-Film. Also wenn ihr Kinder habt und habt ihr noch nicht gesehen und ihr habt Disney Plus, ist hab Muppets Hunted Menschen vielleicht eine Empfehlung. Ja, ist. Für den Nachmittag. Für ja, den Nachmittag der, ja. hier an Halloween selber. Ja, ja. Der dauert auch nur, ja, nicht ganz eine Stunde. Ja. Kann man gucken, ja. ist nichts Besonderes, aber ist auch nicht besonders schlecht. Nein. Also ich habe mehr erwartet. Also die Halloween-Folge aus der Muppet Show mit Vincent Price zum Beispiel, die fand ich wesentlich besser. Also du kannst doch so etwas nicht damit vergleichen. Doch, sind auch Muppets. ja. ja. So, weiter geht's mit einem, einem weiteren Film, der besser zu Halloween passt als alles andere, und zwar ist das Hocus Pocus 2. Mhm. Ja, Hocus Pocus ist so der Film, der bei mir Halloween einleitet. Das ist so der Film, das ist Hocus Pocus, das ist einfach, das ist ein geiler Film. Und dann kam diese Fortsetzung. Ja, Hocus Pocus gehört bei mir zu einer Reihe von Filmen, die Halloween einleiten. Ja, dazu gehört sicher. Hocus Pocus, dazu gehört Trick or Treat. Dazu gehört Nightmare Before Christmas. Ja, okay, auch. Ja, wobei Nightmare Before Christmas, den gucke ich mehr so gerne in der Übergangszeit. Ich gucke ihn zweimal. Den kann man auch zweimal gucken. Ich gucke ihn erstmal, wenn ich für Halloween schmücke, und dann gucke ich ihn, wenn ich für Weihnachten schmücke. Dauerschleife ja, quasi. Ja. Was ich damals auch gerne gemacht habe, während ich für Halloween geschmückt habe, war Monster House gucken. Oder im Hintergrund laufen lassen. Ja, wobei Monster House, finde ich, ist kein Film, den man im Hintergrund laufen lässt. Da muss man sich drauf konzentrieren. Der ist gut, der ist richtig gut. Mhm. Ja. Ja, aber Hocus Pocus 2, genau. Ja, 30 Jahre nachdem die Sanderson-Schwestern besiegt wurden, kommt jemand auf die clevere Idee, sie wieder zu beschwören. Mittels einer schwarzen Kerze mit dem schwarzen Docht. Ja, aber das war diesmal... gewollt. Nee, die Mädchen, die haben das nicht gewollt. Das war ein Unfall. Ja, aber der Hexer, der hat's gewollt. Ja. Also es sind diesmal wieder drei Mädels, die Hexen quasi beschwören. Die Hexen tauchen dann in unserer Zeit auf und wie im ersten Teil auch, sie haben diesmal... Doch, eine hat einen Staubsauger, ne? Und die andere fliegt auf so Saugrobotern. Alles in allem fand ich den Film gut, aber er ist bei weitem nicht so gut wie das Original. Ich meine, es ist schön, Beat Midler und Sarah Jessica Parker und die andere. Ich weiß gar nicht mehr. Und das ist so tragisch, weil die ist gut. Die ist auch gut, aber... Die Dicke mit dem schiefen Gesicht, die ist so witzig. Ja. Die ist Knaller, die sind alle Knaller. Also die nochmal zu sehen in diesen Rollen... Ja. War toll und auch tolle Musik drin. Ja. Also gerade hier dieses Getcha. Ja. Ja. One way or another. Genau. Ich habe doch gesagt, cringer wird's nicht, ne? Das war ein Irrtum. Ja, ja, also alles. Oh, und der Zombie ist auch wieder dabei. Ich wusste gar nicht, dass das Ed Sapien aus dem... Ja, aus genau. Mir kommt jetzt auch Doug Bradley, mir fällt jetzt da über, das ist nicht Doug Bradley. Ron Herman. Doug Jones, ich weiß nicht, wie er heißt. Auf jeden Fall dieser langen Finger. Ich wollte jetzt sagen, dieser Schlacks, der da auch das Monster spielt. Meine Tochter würde sagen Lauch. Aber wir wollen ja kein Body-Shaming machen. Nein. Wir zwei nicht. Nein, wir zwei nicht. Obwohl, ne, hier noch ein Lauch dazu, aber einen perfekten Zwiebelkuchen. Ne? Lauch und Speck. So, wir haben also... Ja, es ist ein schöner Film. Ja, er macht Spaß. Er macht Spaß. Aber irgendwie hat der...
Kniff gefehlt. Ja, also er kommt nicht an, fehlt, an das... Mir fehlte da ein bisschen die Seele. Das stimmt. Ja. Das stimmt, das kann man wirklich so auf den Punkt bringen. Der alte Film, der hatte mehr Herz. Ja. Hier, der ist sehr auf die Lache ausgelegt, das ist schön. Was mich am Anfang auch, da sieht man die Sanderson-Schwestern in Jung und die Kinder, die das gespielt, oder Kinder, Jugendliche, die die gespielt haben, gerade die, die Winifred heißt die, ja, mit diesen Zähnen spielt, das fand ich schon ein bisschen, das war schon hart an der Grenze zum Fremdschämen, finde ich persönlich. Also mich hat das schon so ein bisschen, das sah aus wie so ein schlechter Cosplay oder ein guter Cosplay, aber auf jeden Fall irgendwie wie gewollt und nicht so richtig umgesetzt. Die sind auch, das, die Szene, die fand ich richtig geil, die sind auf einem Kostümwettbewerb, wo ganz viele andere Sanderson-Schwestern auftreten und gewinnen, tut glaube ich so eine Männergruppe, so Transvestiten. Ja, super geil. Ja. Also das fand ich schon witzig, auch die Musik, aber ich fand trotzdem den ersten besser. Geht sie uns beide bei Disney Plus, nur mal so am Rand erwähnt. So, weiter geht es mit, richtig, den haben wir haben nach einem Gruselfilm geguckt. Ja. Und die Mama steht ja so extrem auf Found Fiction. Ja, obwohl, Found Fiction passt hier eigentlich auch. Found Fiction. Ich glaube, das sollten wir uns patentieren lassen. Found Fiction. Das sind also quasi... Ja, ich stehe noch unter, ich wollte Drogen sagen, aber Medikamenteneinfluss. Ja, aber Medikamenten sind ja Drogen. Ja. Bei übermäßigen Verzehr, Gebrauch, Genuss, was man da auch sagt. Ja, also es ist ein deutscher Found-Footage-Film mit einem Geisterhaus, das ist eine Geisterklinik, eine Geisterbox. Heilstätten. Genau, Heilstätten. also ich habe da mal nachgelesen. Und der wurde hier um die Ecke gedreht. Also wir wohnen ja hier in Euskirchen und der wurde hier in in der Nähe von Burg Satzweil ist noch eine andere Burg und da wurde das gedreht. Und schöne Gegend. Ja, man sieht das halt auch am Anfang. Das ist halt die holen ihre Leute an der Tankstelle, sammeln die ein oder man hat direkt das Gefühl, jo, das kenne ich. Da hat man dann also wirklich mehr das Gefühl. Als bei zum Beispiel Blair Witch Project, bei Blair Witch Project ist ja immer so, man denkt, okay, aber das ist weit weg. Aber das hier, man sieht das, das ist auch alles mit so Videokameras gefilmt. Also um was geht es? Die wollen halt in so einer ehemaligen Heilstätte einen Geist, also die Heimstätte, die wird von einem Geist wohl heimgesucht und die übernachten da. Überraschung, ja, man hat dann hin und wieder so ein paar Jumpscares, aber der war nicht gut, ne? Nein. Der war gar nicht gut, nein. Der war überhaupt nicht gut. Nein, der hat uns gar nicht gefallen. Nein. Nein. Ja, nein. Gehen wir mal direkt weiter. Also der war, ich meine, es ist ein Anfängerfilm. Es ist ein Anfängerfilm, der mit Crowdfunding finanziert wurde. Dafür war er anständig inszeniert und sowas. Ja. Aber die Schauspieler waren auch nicht mies. Nee. Muss man, also die Schauspieler haben das authentisch rübergebracht. Aber es sind so ein paar Spielereien drin, wo ich sage, das muss einfach nicht sein. Wenn wir jetzt zum Beispiel, wenn die Geistererscheinung kommt, dass dann da noch ein Soundeffekt ist, dass die Kamera anfängt zu flackern. Das muss nicht sein. Also das ist... Da fehlt wirklich so ein bisschen handwerkliches Geschick. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich bin mittlerweile Besseres gewöhnt. So. Ja. So, gehen wir mal weiter. Den hatte ich noch in der Sammlung stehen, ungesehen. Und da habe ich gesagt, okay, dann gucke ich den einfach mal. Es war Samstagnachmittag, glaube ich, ne? War Samstagnachmittag. Auf jeden Samstag Fall, oder Sonntagnachmittag? Ja. Es muss Sonntag gewesen sein. Und ich dachte, machen einfach mal an. Alvin und die Chipmunks treffen den Werwolf. Genau. Ja. Süß. Ja. Okay. Das ist ein Mediabook von, ich glaube, das war Der Du Soul Food. Den hatte ich, wie gesagt, noch in der Sammlung stehen, noch nicht geguckt. Dachte, legst du mal rein und dachte, ach, und doch, hat uns gut unterhalten. Ja. Als ich klein war, habe ich auch unheimlich gerne die Serie von Alvin and the Chipmunks geguckt, also die Zeichentrickserie. Und ihr wisst schon, die ganz alte Serie, ne? Die ganz, ganz alte. So. Und auch die Filme von Alvin and the Chipmunks oder den Film, noch bevor die... Und die Weltenbummler meinst du? Genau. Alvin und die Weltenbummler. Alvin und die Weltenbummler habe ich gerne geguckt. Und hier Alvin und seine Jungs treffen den Werwolf.
die Mädels sind auch dabei. Das ist zwar neueren Datums, aber ist im alten Stil animiert. Ja. Zeichentrick. Ist doch Zeichentrick, ne? Müsste ich denke, ja, doch, das ist auf jeden Fall, ja. Also neben den neben Alvin und den Chipmunks zieht halt ein neuer Nachbar ein. Ja. Ja, und Horrorfans wissen direkt, wenn der Mann Talbot heißt, könnte es sein, dass der bei Vollmond besser drin bleibt. ja, und ich glaube, Theodore ist es, ja? Mhm. Der, ja, der wird dann halt gebissen, verwandelt sich auch in Werwolf. Mein kleiner, pummeliger Liebling. Genau. Obwohl, das ist allerdings kein Halloween-Film. Nee. Ich hatte gedacht, das wäre ein Halloween-Film, aber ist es nicht. Um die Halloween-Zeit, weil die haben da ja, es ist sehr dezent, glaube ich, weil die haben ja, ja, die haben diese Aufführung, ja. Jekyll und Hyde. Ja. Die haben so eine Jekyll und Hyde-Aufführung und Theodore soll Mr. Hyde spielen. Ja, ja. Ich glaube, das soll dann auch an Halloween bei denen aufgeführt werden, aber generell ist das ziemlich unterschwellig werden. Also es ist nicht so... Es fehlt Halloween-Bezug so ein bisschen. Ja, aber die Stimmung schön. Selbst ist schön. Trotzdem schön. Trotzdem schöner Film. Auch da war jetzt auch, war Musik drin? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja. Ja, ne? Aber nicht so übertrieben viel. Nee, es fiel nicht so störend auf wie ja. Ja, du magst es ja nicht. Doch, ich mag das Gequietsche, total. Ich meine nicht das Gequietsche von den Chipmunks. Ich meine jetzt in Disney-Filmen magst du es nicht. Es kommt bei den Muppets hat es dich gestört. Na, es kommt drauf an. Sogar bei den drei Henderson-Schwestern hat es dich genervt. Nein, das ist so nicht richtig. Also bei den Sandersons hat es mir gut gefallen. Sandersons. Und bei den Muppets zum Beispiel die Weihnachtsgeschichte oder auch Muppets Schatzinsel, da finde ich die Lieder super. Ich habe sogar die Soundtracks. Ja. Ich habe sogar die Soundtracks gekauft. Ja. Nein. Und bei Disney, da kommt es drauf an. Also bei Herkules finde ich den Soundtrack mega. Mhm. Ja, aber bei manchen, es kommt ein bisschen auf die Musik an. Ja. Naja, okay. Was war noch? Ich wollte noch irgendwas gesagt haben zu dem Film. So. Ja, der hat sogar eine Botschaft. Der hat sogar eine Botschaft, dass man nett zueinander sein soll, weil er ist so ein Schulraudi und der ist schön. Ja. Den kann man gucken. Ja. Kann man gucken. Ja. Auch so. Wenn die, ja, steht zwar FSK 6, aber kann man auch mit Jüngern gucken. Der ist nicht so gruselig wie die Mappe. Das stimmt, ja. Gut, das ist ja auch was ganz anderes. Weiter geht's mit einem Film, den kann man nicht mit den Kindern gucken. Nein. Den habe ich lange, lange gesucht. Ja. Den zweiten Teil habe ich auf Blu-ray, den ersten nicht. Und man konnte ihn auch nirgendwo streamen. Und auf einmal, ich seppe so durch Amazon Prime Video durch und da stand Creepshow. Ja. Also der erste, also eine unheimliche Geisternacht. Ja. Und der lief auf einem Amazon Prime Video Kanal, der mit Werbung zeigt. Das heißt, man kann die Filme dann da kostenlos gucken, aber mit Werbung. Ich habe gedacht, ihr läuft. Ja, das habe ich auch gerade gehört. Mhm. Gleich holen sie uns ab. So, Mäuse. Und habe ich gesagt, ja gut, dann guckt man halt mit Werbung. Ja. Ist ja nicht so schlimm. Es war genau ein Werbeblock drin und es waren drei Clips. Ja. Davor liefen Clips und mittendrin waren nochmal drei Clips, aber absolut vertretbar. Also, ich glaube, da war der Film schon zu drei Viertel gelaufen. Da haben wir gefragt, hör mal, sollte nicht irgendwo mal Werbung kommen? Ja. Und dabei geht der Film 2 Stunden. Mhm. Ja, ich dachte, das wäre mit Werbung. Aber nein, der Film hat eine Laufzeit von 2 Stunden. Ja. So, wer nicht weiß, was das ist, Creepshow ist ein Film von George A. Romero nach Geschichten von Stephen King mit Special Effects von Tom Savini. Die heilige Dreifaltigkeit des Splatterfilms, könnte man sagen. Yes. Und Stephen King spielt da auch selbst in einer Episode mit. Das ist also ein Episodenfilm. Ich fand die Episoden unterschiedlich gut. Ja. Ich kann mich ehrlich gesagt auch nur an meine Episode erinnern. Ja, das war nämlich, wir haben ja vor einiger Zeit mal über Horrorfilme gesprochen. Da ging es auch darum, dass Becky einen Horrorfilm gesehen hatte mit einem Monster oder einem Affen in einer Kiste unter der Treppe. Ja. Das ist er. Das ist er. Ja. So, mein Highlight war die Folge mit Leslie Nielsen. So ein bisschen. Die ist übrigens in der alten Fassung ist die entfernt worden. Komplett. Mhm. Weil Leslie Nielsen spielt da den gehörnten Ehemann, der seinen Nebenbuhler quasi abholt und bis hierhin im Sand einbuddelt, während die Flut kommt. Und auf dem vor ihm stellt er noch einen Fernseher hin, wo er zeigt, dass seine Geliebte, also Leslie Nielsens Frau, das gleiche Schicksal ereilt. Das fand ich. Ich fand die Geschichte gut. Ja, sehr also, grausam. Sehr grausam. Mhm. Sehr grausam. Also der ganze Film ist auch so ein bisschen witzig, aber es ist. Also der ist wirklich gut. Mhm. Der ist wirklich gut.
ja, die Geschichte mit dem Affen, ich glaube, darüber muss man ja nichts erzählen, die war fies, mhm. Ist mir danach auch hinterhergelaufen. ja, aber die dritte Geschichte, was war das nochmal? Oh, es waren sogar fünf, glaube ich. Ja. Du hast am Anfang mit dem Opa, also der seinen Kuchen will. Ja. Er will seinen Kuchen. Ja. Er, bei seinem Geburtstag, und er ist aber schon tot, und aber der Opa kommt und will seinen Kuchen. Die war schlecht. Die hat mir überhaupt nicht gefallen. Ja, die war nicht so toll. Und dann gab es noch die mit den Schaben. Oh ja, ja. Die war geil. Mhm. Mhm. Die war wirklich geil. Da weiß ich noch, da haben sie damals gesagt, als das im Fernsehen lief, da haben die Leute Sachen nach den Fernsehern geschmissen, weil das zu dem Zeitpunkt so echt aussah, als das lief. Ja gut, Tom Savini halt. Ja. Ja, der weiß, wie es gemacht wird. Mhm. Ja. Also, Creepshow. Yeah. Super geil. Der zweite, obwohl ich muss sagen, der zweite Film, den fand ich, also Creepshow 2, fand ich unterhaltsamer. Also haben mir die Geschichten auch besser gefallen, so ein bisschen. Ich weiß, ich kann mich da... Das war mit dem Indianer am Anfang, mit diesem Holzindianer und mit dieser Öllache auf dem See. Aha, ja. Und noch eine weitere Geschichte, die mir jetzt gar... Ne, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. So, weiter geht's mit... da hattest du gesagt, den würdest du gerne nochmal sehen. Genau. Ja, den haben wir vor langer Zeit von dem Paddy, von dem... Filmangler geschenkt bekommen. Und ich habe den. Wisst ihr, was ich jetzt für Brücken schlagen musste? Ja. Der Paddy, also der Patrick, der hat uns den damals geschenkt. Das ist lange her, da haben wir noch in Hürth gewohnt. Ich habe den auch schon ein paar Mal gesehen seitdem, aber du nicht, ne? Doch. Also, aber nicht seitdem. Nee. Nein. Ja, der Biss der Schlangenfrau von Ken Russell. Echter Klassiker. Russell, ja. Mhm. Mit in den Hauptrollen natürlich hier Prinz Charming. Ja. Ja. Ja, Prinz Charming und der Doktor. Ja, ja, also, Prinz Charming hier, mir fällt jetzt ehrlich gesagt sein Name nicht mehr an. Hugh Grant, ja, genau. Und jetzt war ich wieder bei der Prostituierten, genau. Die Schleppbrücken, das ist unglaublich. Ja. Genau, das war noch der. Genau, war das mit der... Moment, war diese Prostituierte nicht, hatte die nicht etwas mehr als Frauen in der Regel haben? Nee. War das nicht, dass der, das, war das nicht Transvestie? Ich meine, das wäre, aber in Großbritannien ist das in Ordnung, wenn man sich da als Mann von einem Mann... An jedem zweiten Donnerstag sind die Briten schwul. Und der ganz junge Peter Capaldi. Ja, so jung war er jetzt auch. Ja, ich fand ihn sehr jung. Auf jeden Fall, coole Haare auch. Ja. War ja noch fast ein Baby. Ja, genau, also der 12. Doktor. Ja. Übrigens, der 14. Doktor wurde jetzt... das habe ich mich gefreut, aber das gehört nicht hierher. So, Biss der Schlangenfrau nach einer Geschichte von Bram Stoker. Mhm. Da hat sogar unsere Tochter mitgeguckt. Unsere Große, ja. Ja, und die ist ein bisschen schamig, wenn es um Nacktheit geht. Ja. So, und in dem Film ist der aber... Der ist wirklich gut. Ich meine, gut, die Effekte gerade am Schluss, wenn da der Wurm rauskommt, aber ich fand den Film... sehr witzig, sehr gut gemacht. Ja. Und ich finde diesen Country-Song, den die da am Anfang singen, den finde ich super geil. Lair of the White Worm. Worm? 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 Worm. Der Wurm. Der weiße Wurm. Genau. Damit ist nicht, ne, sondern der von unten kommt. Der Wurm aus dem... Es bleibt dabei. Es ist sexuell. Der Film ist sehr sexuell, so wie alles von Bram Stoker. Aber ja, Biss der Schlangenfrau. Ja. Schön. Ja. Schön. Weiter geht es mit... Unter der Rubrik kann man noch mal gucken. Kann man noch mal gucken, auf jeden Fall. So, Und dann haben wir hier einen Film, den kann man nicht noch mal gucken, den muss man noch mal gucken. So, den wollte ich sehen. Ja. Ich hatte Samstagabend. Ja. Ja, es war schon fortgeschrittene Zeit und wir hatten auch nicht, wir wussten nicht, was wir gucken. Aber ich habe gesagt, so, den will ich jetzt noch mal sehen. Den gucken wir jetzt. Tanz der Vampire von Roman Polanski. Genau, Tanz der Vampire und ich, wir haben so eine komische... So eine komische, ja, das geht's mir so wie mit Brechbohnen. Die habe ich als Kind gehasst, die konnte ich nicht mal riechen. Jetzt mittlerweile mit gesetzterem Alter weiß ich, wie lecker die sind, wenn man die richtig zubereitet. Die esse ich dann recht gerne. Und bei Tanz der Vampire ist es so wie mit halt eben Brechbohnen. Die magst du nicht, die darfst du nicht mögen, die schmecken dir nicht. Aber dann, wenn er läuft, ach doch. Und ich muss sagen, ich liebe diesen Film. Tanz der Vampire, großartig. Ja, Roman Polanski, hätte es auch einen anderen nehmen können. Aber der Professor, alleine der Professor, das ist, ich weiß jetzt gar nicht, wie der Schauspieler, schlagt mich tot. Ist jetzt wirklich, ich habe jetzt gerade auch einen kleinen Blackout.
Ja, ich meine den Schauspieler. Also. Fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber auch ganz, ganz großartig. Der spielt auch bei Das Omen mit. Das ist der so übergriffig auf den Schweizer Hausdiener geht. Ach, der Besoffene. Ja, bei mir ist der Name einfach. Und Ferdy Main als Vampirkönig oder Vampirgraf Orlok. Krollok, ja. So, ja. Orlok ist ja hier der aus Nosferatu, hier vorne. Ja, super Film. Ganz toller Film. Ja. So, wer nicht weiß, um was es geht, der Professor und sein Assistent kommen in die Karpaten, um Vampire zu töten oder um Vampire zu jagen und treffen da wieder erwachten auf einen richtigen Vampir, gehen in das Schloss und da findet gerade ein großer Ball statt. Und es ist geil. Es ist ein ganz, ganz toller Film. Müsst ihr euch unbedingt angucken. Das ist Meisterwerk, wirklich. Und warum es den noch nicht auf Blu-ray gibt, das ist absolut nicht begreiflich. Aber die Bildqualität, die du auf DVD hattest, die ist optimal. Naja, optimal für eine DVD, das muss man schon sagen. Also die DVD ist qualitativ okay, ist wirklich gut. Aber denk an die Qualität der DVD von Uhrwerk Orange. Ja, das ist ein blödes Beispiel. Also da kann man jetzt nicht sagen, DVD ist gleich schlechter, ne? So. Nein, also es ist für eine DVD, gerade von, ich weiß nicht, 2005 oder wie alt die ist, kann man wirklich sagen. Ne? Ja. Nee, also Tanz der Vampire, trotzdem würde ich mir den gerne im Mediabook oder so schön ins Regal stellen, vielleicht sogar als 4K, man weiß es nicht. Also auf jeden Fall Tanz der Vampire, den muss man haben, muss man gesehen haben. Darauf, da holen sie jemand anderen ab. Meine Güte. Ja, ist bald Halloween. Boah, Leute, echt jetzt. So, weiter geht es das mit... Das war jetzt nicht unsere, oder? Nein, ich hoffe nicht. Ich hoffe es auch. So, weiter geht es mit einem Hammerfilm und das meine ich im übertriebenen und im wörtlichen Sinn, denn wir haben ein paar Hammerfilme geguckt. Mhm, hat der Papa aus seinem Fundus rausgekratzt. Nein, gar nicht wahr. Die sind nämlich neu aufgelegt worden von Pidax und die habe ich zum Rezensieren bekommen. Ach, die sind zumindest neu gewesen? Die sind neu, die sind ganz neu. Ja, die sind ganz neu auf Blu-ray veröffentlicht worden. Es gab schon von Anolis Veröffentlichungen. Die sind auch nicht qualitativ, aber die sind besser ausgestattet. Da ist noch ganz viel Bonusmaterial drauf. So, die kriegt man aber nicht mehr. Die sind schweineteuer, so wie alles von Hammer. Und Pedax hat die jetzt neu veröffentlicht und für den schmalen Geldbeutel. Das ist quasi der Film. Minimum an Bonusmaterial, aber wer jetzt nur den Film in der Sammlung haben will und das in guter Qualität, der wird bei Pedax fündig. Und da haben wir bekommen zum einen Zirkus der Vampire, auf den anderen gehen wir gleich ein. Zuerst Zirkus der Vampire. War der geil. Ja, den fand ich auch richtig gut. Also der hat mir sehr gut gefallen. Ja. Die Atmosphäre, die Mädels, die Kerle, da hat alles gepasst. Ist auch mal was anderes. Ja. Das ist nicht der typische Vampirfilm von Hammer, sondern es geht hier, es ist wirklich, da kommt halt so ein Zirkus in die Stadt und da ist dann ein Werpanther mit dabei. Mhm. Und da sind Effekte drin, ich muss wirklich sagen, nicht schlecht. Ja. Also der Werpanther geht so die Treppe hoch und man sieht nur die Füße. Nee, das war nicht der Werpanther, das war Katzenmenschen. Nee, das war der. Da geht er nämlich die Treppe hoch und man sieht die Füße, also die Kamera folgt den Füßen und im Laufen verwandelt er sich in den Panther. Bist du sicher? Ja, bin ich 100% sicher. Bei Katzenmännchen gab es eine ähnliche Szene, aber Katzenmännchen haben wir auch geguckt, der kommt aber gleich noch. Oh, sorry. Oder? Ich weiß nicht. Also ich hätte das Cover auf jeden Fall Katzenmännchen haben wir auch gesehen. Kommen wir aber gleich wahrscheinlich noch zu. Mhm. Zirkus der Vampire, richtig toll. Mhm. Ein bisschen unlogisch. Ach, teilweise, ja. Also ich meine, die haben Angst vor Kreuzen, aber kämpfen da in der Kirche. Oder schlafen in halt eben diesen Familiengruften, wo auch quasi überall Kreuze an den Wänden hängen. Ja, okay. Und die wollen halt einen ehemals gepfählten Vampirgrafen wieder zum Leben erwecken, aber keiner kommt auf die Idee, mal den Pflock rauszuziehen. Also die ganze Zeit. Ja. Also irgendwie, aber egal, genau. Da vor allen Dingen war das aus der Zeit der 70er. Ja. Da hat Hammer sich auf andere Sachen fixiert. Aber ich. Ja. Und ich war ehrlich gesagt, ich so, meine Güte, uiuiui. Heiß. Ja, da wurde also viel korpuliert. Schon am Anfang. Nett anzusehen, auf jeden Fall, alles. Ja. Ach, diese Nachthemden, ich könnte darin nicht schlafen, da würde ich mich zwangsjackenmäßig irgendwie einwickeln. Also ich für meinen Teil hätte gerne so Nachthemden, also auch für mich, weil da hat man, man kann ja auch viel besser hängen lassen. Das ist, ich finde, aber naja, gut. Jedem.
Ja, das Problem ist, wenn man älter wird, sind die Glocken ja mitunter länger als das Seil. Und ein Zombie haben wir noch nicht geguckt. Ein Zombie hing am Glockenseil. Genau, den haben wir auch noch nicht geguckt. Und selbst wenn, durften wir da an dieser Stelle jetzt so gar nicht drüber reden. Nee, aber machen wir ja auch nicht, ne? Wir genau, haben ja, jetzt nicht ja wir haben Zombie nicht über ein Zombie hing am Glockenseil und das City of the Living Dead. Nein, machen wir ja nicht. Lucio Fulci gar nicht, hört nicht hierher. Aber vielleicht tun wir das doch noch. So, weiter geht's mit einem weiteren Hammerfilm und zwar Draculas Hexenjagd. Twins of Evil. Ich finde den englischen Titel viel, viel besser und passender. Wirklich? Aber Draculas Hexenjagd ist, ich meine, gut, wir haben weder Dracula noch Jagd Dracula Hexen. Ne? Also, ich weiß, also, das ist halt der dritte Teil der Karnstein-Trilogie. Mhm. Ich wusste gar nicht, was die Karnstein-Trilogie ist. Das sind quasi Filme, die auf der Erzählung Carmilla, der weibliche Vampir, basieren. Mhm. Und halt von dem Grafen Karnstein, das ist ein österreichischer Vampir. Mhm. Handeln und der erste Teil, der kommt gleich, aber jetzt erstmal Draculas Hexenjagd, das ist der dritte Teil. Die Filme bauen nicht aufeinander auf, man kann die also alle für sich gesehen gucken. Der einzige Verbindungspunkt ist halt, dass oben jemand wohnt, der Karnstein heißt. Und Graf Karnstein hat... Ich glaube, der reitet da die ganze Zeit nur mehr oder weniger dämlich lachend und dekorativ grinsend durch die Gegend. Mehr macht er da nicht. Nein, in dem Film nicht. Ja. In dem Film nicht, in dem ersten, da reitet er durch die Gegend. Da ist der ist oben ein Totenbeschwörer, ein Teufelsbeschwörer. Ach, der fiese. Ja, genau. Und der holt halt, das sind zwei Mädels, Zwillinge, deswegen auch Twins of Evil, nicht schlecht gemacht. Das sind die Nichten von Peter Cushing, der hier einen fiesen Hexenjäger spielt, der sehr viel Freude daran hat, nachts mit seinen Kumpels durch den Wald zu rennen, zu reiten, dann Jungfrauen von irgendwelchen Das Betten, müssen doch nicht einmal Jungfrauen sein, das müssen junge Frauen, Kräuterkundige oder allein lebende Damen sein. Nein, ich hatte eher den Eindruck, die mussten überwiegend gut aussehen im Nachthemd. Ja, das auch. Ja, also der hat die dann da quasi aus den Betten rausgerobbt, irgendwo festgebunden und Freude gehabt, die anzuzünden und daneben zu stehen. Es fehlte eigentlich nur noch... Böse gucken. Ja, böse gucken. Also, also es hatte schon so ein bisschen, dass die alten Herren sich da wirklich dran ergötzen, wie da die Frauen verbrennen. Das hatte wirklich so den Eindruck. Mhm. Da ist auch so ein bisschen Hexenkritik mit drin. Also nicht Hexen, sondern Inquisitionskritik. Patriarchat. Ja. So. Und Peter Cushing spielt hier auch einen sehr unsympathischen Zeitgenossen anfangs. Und in dem Film hat er eine wirklich sehr gute Charakterentwicklung, würde ich sagen. Ja, ist so. Man sieht es ihm auch an. Also da hat er gezeigt, dass er gut schauspielern kann. Als hätte er das nötig. Wer kann besser ersticken? Der wird immer erwürgt in jedem seiner Filme. Ja, da fällt mir ein. Hat er eben in dem Zirkus der Vampire, hat der da auch mitgespielt? Nein. Okay. Nein. So, aber wo wir schon dabei sind, es gibt einen Hammer-Film, den ich nicht habe und den ich unglaublich gern haben würde. Ja? Ja, das ist Dracula und seine Bräute. Dracula und seine... kostet auch ein Schweinegeld, aber Dracula und seine Bräute. Der klingt nach einer Lederhosenkomödie. Nein, das ist auch Peter Cushing, aber nicht Dracula, weil das ist nämlich auch ein anderer Graf. Das ist ein ganz anderer, der heißt auch gar nicht. Und der endet am Schluss in so einer Windmühle. Super geiler Film. Ah, es ist so albern, weil der Graf versteckt sich in einer Windmühle und Peter Cushing zieht die Windmühlenflügel in die richtige Position und schon hat mein Kreuz, zack. Das ist eine Logik, das ist zum Schreien. Aber ich fand den Film immer gut. Also das ist der beste Dracula-Film, den ich nicht besitze. Dracula und seine Bräute. Okay. Richtig gut. Obwohl es gar nicht Dracula ist. Draculas Hexenjagd. Ja, Draculas Hexenjagd. Der hat uns nicht so sehr in seinen Bann gezogen wie... Nein. Wie Zirkus der Vampire. Zirkus der Vampire war von Anfang an die Stimmung da und es hat vom Anfang bis zum Ende durchgehalten. Ja. Das war da nicht so. Ja, also Zwillinge, es sind Zwillinge und die sind dadurch bekannt geworden, die waren auch als Zwillinge im Playboy. Mhm. Das sind die Zwillings-Playmates, deren Namen mir jetzt gerade leider auch entfallen ist. Und die eine davon ist total gottesfürchtig und nett und brav und immer und die andere, die verfällt halt dem Grafen Karnstein und wird dann zum bösen Vampir quasi. Die dunkle Seite der Macht hätte sie gekriegt. Ja, so könnte man es sagen. So. Und aber die Böse, die dreht das so, dass sie, die hätte fast ihre Schwester verbrennen lassen, aber Gott sei Dank
haben wir ja noch Terence Hill dabei. Nein, ist nicht Terence Hill, aber Thomas Dannenberg, der spricht hier den jungen Helden. Ja, der ist echt in den alten Hammer-Produktionen, ist Thomas Dannenberg überall. Ich meine, Thomas Dannenberg war sowieso überall vertreten. Naja, gut. Also, trotzdem gut, der Film. Ja, gut. So, und weil uns der so gut gefallen hat, nein, wir haben dann gesagt, ja komm, dann hol dir doch auch den Rest der Karnstein-Trilogie. Und dann habe ich bei Onkel Jeffreys Online-Versandkramladen hier Gruft der Vampire noch gekauft auf DVD, auch für, ich glaube, 5 Euro. Da habe ich gesagt, ja komm, da machst du einfach mal. Gruft der Vampire, das ist der erste Teil der Karnstein-Trilogie. Und dann gibt es noch den zweiten, der uns noch fehlt. Das ist Vampire, nur Vampire küssen blutig. Ach ja, okay. Das klingt schon so geil, oder? Nur Vampire küssen blutig. Ja, okay. Ja, auf jeden Fall Gruft der Vampire, da hat Hammer dann langsam erkannt, okay, mit diesen, wir ziehen Frauen aus und lassen die von Männern beißen, da ziehen wir keinen Fisch mehr vom Teller oder wie man so schön sagt. Also, ja, machen wir das Ganze mit Lesben. Da haben wir nämlich doppelt so viele nackte Brüste. Ach, das war der Camilla. Ja, das war Camilla. Ja. Da haben wir auch eine für Hammer-Verhältnisse relativ werkgetreue Verfilmung. Wenn wir mal gucken, Dracula, ne? Die Dracula, der erste Dracula-Film von Hammer. Ja, wir haben Dracula, wir haben Van Helsing, wir haben ja noch ein paar Namen, aber die Konstellation stimmt nicht. Und Jonathan Harker ist ein Vampirjäger, ein alter Freund von Dr. Van Helsing. Also gar nichts, das stimmt überhaupt nichts, aber ist auch egal. Dafür haben wir Christopher Lee bekommen. Christopher Lee. Ach, Godfather of Vampire. Yes. So, Gruft der Vampire, haben wir keine männlichen Vampire, sondern, ja doch, dieser, den du schon sagtest, der durch die Gegend reitet, der Graf Karnstein. Der reitet halt. Pass auf meine Fuzzis auf. Oh ja, bitte. Die Fuzzis. Ja. Ja. Aber dafür ist Camilla sehr aktiv. Ingrid Pitt. Das ist Ingrid Pitt, ja, die hatte dann keine Lust mehr, ihre Rolle in den weiteren Filmen zu spielen. Warum? Ich weiß es nicht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Gruft der Vampire hat mir nicht so gut gefallen. Diese Jungfrau, an der sie die ganze Zeit rumknabbert und so, die ging mir auf den Sack. Also ich fand den ganzen Film nicht so wahnsinnig gut. Er war nicht schlecht, aber ich fand, da fehlte mir auch die Atmosphäre. Und deswegen, auch weil wir hatten jetzt zuerst den dritten Teil der Karnstein-Trilogie, ich habe gedacht, okay, der dritte Teil in der Trilogie ist ja oft, weißt du, man hat ja, dass das dann so ein bisschen runtergeht. Aber der erste, der ist ungefähr auf dem Level des dritten. Und da haben wir dann auch gesagt, dann sparen wir uns den zweiten vorerst, wenn wir ihn irgendwann mal kriegen, günstig. Aber jetzt im Moment haben wir da keine große Lust auf nur Vampire küssen blutig. Nee. Zumal da auch Peter Cushing gar nicht dabei ist, wenn ich das richtig gesehen habe. Peter Cushing, der junge Peter, okay. Der spielt übrigens, das war so geil. Am Anfang wird, glaube ich, seine Tochter geholt und dann ist der bis zum Schluss des Films ist der dann weg. Ja, richtig. Und dann jagen die Camilla. Und der leidet da so die Szenen, wo er da ist. Und, also inhaltlich ist das Ganze auch nicht so wahnsinnig toll, aber Ja, weiter geht's. Ja. So, kommen wir nun zu etwas völlig anderem. Und zwar wieder zu einem Streaming-Titel. Und zwar einem Netflix-Film. Der hat mir sehr gut gefallen. Den haben wir gleich am ersten Abend geschaut, als der, ich seppte so durch, dachte, was gucken wir denn? Und ach, guck mal hier, das sieht ja gut aus. Ja. Marlon Wayans in The Curse of Bridge Hollow. Ja, da lief der gerade mal, oder da war der gerade am ein Tag davor. Ein Tag. Genau, freigeschaltet worden. Und ja, da muss ich sagen, der kommt definitiv auf meine Halloween-Filmliste. Ja, das ist ein ganz toller Familienfilm. Ja, von Anfang an richtig geiles amerikanisches Halloween-Feeling. Ja. Genauso wie bei Trick or Treat, nur definitiv nicht blutig. Mich hat der Film ein bisschen erinnert an Gänsehaut. Ja. 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 Oh, da hatten wir an dem Abend sogar noch ein bisschen Knatsch. Weil du warst müde. Ach ja. Oh ja. Das passiert ganz oft, dass ich abends müde bin. Ja, du warst müde und ich habe gesagt von wegen, ja Schatz, dann lass uns doch ein bisschen Gänsehaut gucken. Weil da hat mir meine Große nämlich ein paar Folgen gezeigt und die waren echt... Nein, du wolltest einfach unheimlich gucken, nicht Gänsehaut. Oder so. Ja, ja. Ja, ich verwechsel das. Okay. Ja, ja und da haben wir den Film da gefunden und da habe ich mein Gänsehaut oder einfach unheimlich bekommen. Ja. In Spielfilmlänge und du konntest schlafen. Ich habe ihn aber am nächsten Tag zu Ende geguckt. Also ich kann mitreden. Ich weiß, ich habe mir den dann angeguckt, weil ich fand den echt gut. Ja.
Marlon Wayans spielt da einen Lehrer und Familienvater, der ein Problem mit Halloween hat. Er glaubt halt nicht an sowas, weil er denkt, man kann alles natürlich erklären. Das geht auf ein Kindheitstrauma zurück. Und die ziehen in eine amerikanische Kleinstadt nach Bridge Hollow. Und da treibt aber immer an Halloween ein Geist sein Unwesen. Ich habe den Namen vergessen. Es, ja. ist, es ist nicht Jack. Nee, aber irgendwie, jedenfalls, der wurde von einer Hellseherin gebannt, die in dem Haus gewohnt hat, in dem er jetzt eingezogen ist. Und seine Tochter, die ist ein großer Halloween-Fan und die beschwören ihn quasi wieder herauf. Genau. Seine Tochter, die wird auch langsam flügge und sie möchte sich langsam los, ja, sie möchte sich weiterentwickeln, auch ohne die Eltern, und damit hat er auch ein Problem. Also das ist auch ein richtig schöner Eltern-Kind-Momente-Film. Ja. Dann haben wir auch mit der Großen geguckt und die fand den auch super. Also das ist ein richtig toller Familienfilm im Stil von Gänsehaut. Genau. Toll, toll. Ja. Auch schöne Effekte, ganz viele Monster, alles. Ja. Aber nicht schlimm. Also selbst die Spinnen haben wir keine Ahnung. Da kommen halt in einem Altenheim kommen so viele Spinnen von der das Decke. Ist so geil. Da werden nämlich alle Halloween-Figuren werden dann nämlich als die Jack, oder ich nenne einfach mal Jack, als die Jack befreien, da werden nämlich die ganzen Halloween-Figuren lebendig, und in Amerika wird ja ein bisschen krasser geschmückt als regulär hier in Deutschland. Aber sogar wir hätten hier ein paar Probleme, würde ich mal sagen. Ja. Ne? Ja, und Marlon Wayans, ja, also hier ist Scary Movie. Obwohl der Film ist bei weitem nicht so albern, wie ich bei Marlon Wayans erwartet hätte. Ist der Kiffer, ne? In den Scary Movie Film. Ja. Nicht nur in den Scary Movie Film. Da hat, glaube ich, die Realität den Film eingeholt. Aber, aber ist ja auch nicht so schlimm. Ja. Ja? Ist ja sogar hier in Deutschland bald erlaubt. So, weiter geht's mit. auch den habe ich mir bei Onkel Jeffs Online-Versand-Kramladen gekauft. Mhm. Auch für relativ kleines Geld, ich glaube 12 Euro im Mediabook. Mhm. Und zwar ist das Clive Barkers Lord of Illusion. Ist mal was anderes. Also nicht es so. Es war ein echter Clive Barker, bitte. Es ist ein echter Clive Barker. Ja. Ich meine, was anderes als das, was bisher ist. Das war ja alles so ein bisschen lustig, so ein bisschen auch für die ganze Familie. Also Lord of Illusion ist zwar nur ab 16, aber auf keinen Fall für die ganze Familie. Nein. Es war ein echter Clive Barker mit echter Clive Barker-Ästhetik. Würde ich mal sagen, hat mir sehr gut gefallen. Mit echter Clive Barker-Ästhetik meinst du ein bisschen dreckig, ein bisschen grindig und vor allen Dingen bisschen schwul. Ja, gut, aber das ist jetzt ja... Blutig. Ich fand jetzt gar nicht, dass... Also, ja gut, der trägt halt enge Lederhosen, aber... Der war sowas von, aber ja, ist okay. Wenn der Schauspieler oder seine Rolle schwul gewesen wäre, würde der wohl kaum... von Benjamin Völz synchronisiert werden, der ja auch Charlie Sheen spricht. Und weniger schwul geht's ja nicht. Ja, David Duchovny, auch ein Frauenheld. Genau, Benjamin Völz kann auch keinen Schwulen sprechen. Das geht gar nicht. Toller Film. Ja. Da geht es halt um einen Privatdetektiv, der soll den Unfalltod eines Bühnenzauberers aufklären. Mir fällt gerade ein, der eigentliche Fall, weswegen der da in diese Gegend da fährt, der wird gar nicht aufgeklärt, ne? Der fällt komplett unter den Tisch. Ja, auf jeden Fall, da haben wir was mit richtigen Zauberern und Dämonen. Es ist toll, es ist ganz, ganz toll gemacht. Und wer war das noch? Wer spielt noch diesen bösen Magier? Genau, das war, der Name weiß ich jetzt nicht, aber das ist der Colonel, der Schulleiter aus den, der Colonel von der Militärakademie aus Malcolm mittendrin, der mit der Hakenhand und der Augenklappe. Er hat sogar die gleiche Stimme. Ja. So, ich merke auch gerade, bei mir zieht es jetzt auch zu, aber wir ziehen das jetzt durch. Genau. Toller Film, tolle Effekte, typischer Clive Barker. Clive Barker hat ja, wie gesagt, nur 3 Filme gedreht. Das ist einmal Hellraiser, einmal Lord of Illusions und jetzt fehlt nur noch... Kabal. Aber den brauchen wir nicht, ne? Den brauchen wir nicht, oder? Kabal. Ja, unbedingt, bringt Kabal endlich mal offiziell in den Handel. Ja. Ich habe das schon beim Update-Video am Freitag gesagt, aber ich will Kabal haben. Ja. Und zwar kein Bootleg oder so, also ich will den Film. So. Ja. Oh. Weiter geht's mit einem Klassiker. Der Schrecken schleicht durch die Nacht von Libelle. Jack Arnold. Diese fucking Libelle. Ja, da geht es halt, da geht es um einen College-Professor, der findet einen oder der untersucht einen urzeitlichen Fisch. Und da läuft aber Blut raus und dieses Blut, alles was mit diesem Blut in Verbindung kommt, verwandelt sich ebenfalls für kurze Zeit in ein
urzeitliches Äquivalent desselben zurück. Da haben wir also einen Hund, der sich in so einen Wolf verwandelt, eine kleine Libelle, die sich in ein riesiges Monster verwandelt und natürlich der Professor auch, der verwandelt sich dann in einen vorzeitlichen Höhlenmenschen, der anfängt, Leute umzubringen und geil. Ja. Geiler Film. Ja. Ja. Echt toll. Ja. Also den ganz prima. Ja. Ja, da brauchen wir eigentlich gar nicht. Nee. Also wer sich von Schwarz-Weiß nicht abschrecken lässt. Ja, wieso abschrecken? Für mich ist das ein Qualitätsmerkmal. Ja, kann klar. Ich guck auch gern Schwarz-Weiß, aber es gibt ja Leute, die mögen kein Schwarz-Weiß. Ja. Hat auch seine Berechtigung, aber ich würde sagen, die verpassen ein bisschen was. Ja, die verpassen das meiste. Also gerade im Horrorsektor ist Schwarz-Weiß doch das Nonplusultra. Also ich gucke selbst aktuell, Der Nebel zum Beispiel, hier ist Stephen King von Frank Darabont, der hat auf der Blu-ray noch eine Schwarz-Weiß-Fassung, weil der Regisseur den Film eigentlich in Schwarz-Weiß zeigen will, weil es einfach besser passt. Ja. Ja. So, da, toller Film von Jack Arnold. So, weiter geht's mit Gretel und Hänsel. Der Film ist zwar nicht schwarz-weiß, nee. Könnte es aber sein. Zumindest das Bildformat haben sie schon angepasst. Also das Bildformat, das ist so ein bisschen zusammen, also nicht direkt 4:3, aber fast. Gretel und Hänsel. Den Film wollte ich unbedingt in der Vor-Halloween-Zeit gucken. Habe ich schon im Sommer gesagt, ich will den langsam mal sehen. Und das war jetzt eigentlich einer der letzten Filme, die wir gesehen haben. Ja, wir sind fast durch, das stimmt, ja. Genau. Ja. 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 Kein 0815-Horror, würde ich mal sagen. Ich würde es nicht mal Horror bezeichnen. Also um was geht's? Ich fasse es mal kurz zusammen. Hänsel und Gretel verliefen sich im Wald. Es war sehr finster und auch so bitterkalt. Da kamen sie an ein Häuschen, das Pfefferkuchen fein, und fragten, wer mag der Herr wohl von diesem Häuschen sein? Und da schaut eine alte Hexe raus und lockt die beiden ins Pfefferkuchenhaus. Und die Geschichte ist ja allgemein bekannt. Ja, die Hexe wird am Schluss in den Ofen geschmissen und verbrennt bei lebendigem Leibe. Und jetzt stellt euch mal vor, wie weh das tut. Ja, die Geschichte ist hier im Großen und Ganzen identisch, aber ein bisschen anders. Mhm. Weil die Hexe, ich würde sie nicht mal als grundsätzlich böse bezeichnen. Die frisst Kinder. Ja, aber guck dir die Kinder von heute mal an. Mhm. Und wenn man nichts zu essen hat, dann... Ja, aber das spielt ja nicht heute. So. Eben, damals war es ja noch schlimmer. Da hat es ja nicht mal einen Supermarkt, wo du eine Pizza holen kannst oder so. Mhm. Nee, also der Film, der ist definitiv... Ja, sehr geil. Ja, es ist ein sehr ruhiger Film, der geht schon fast in den Bereich Arthouse rein, aber sehr, sehr geil. Eine düstere Stimmung von Anfang bis Ende. Ja, und was wurden wir am Anfang gelinkt? Am Schluss, wenn wir rauskamen, saß ich dann da, boah, okay. Es ist fies, es ist also richtig gut, also ein geiler Film. Ja. Wenn ihr nicht auf Action und Bam, also dafür gibt es ja... Wenn ihr nichts Lautes, Schnelles, Blutiges oder keine Splatter-Effekte, wenn ihr es ruhiger haben möchtet, wenn ihr es unterschwelliger haben möchtet, aber trotzdem, ich war am Schluss doch schockiert. Bringen wir es mal auf den Punkt. Alle, die Hänsel und Gretel Hexenjäger lieben, lassen die Finger von dem Film und... Ja. Ja. Und wenn euch dieser Film nicht gefällt, guckt euch Hänsel und Gretel Hexenjäger an. Okay. Auch ein geiler Film. Man kann auch beides mögen. Ja, ich zum Beispiel mag beides. Das kommt auf die Stimmung an. Ja, aber so ein unterschwelliger, also Gretel und Hänsel, super. Ja. Ganz, ganz toll. Also man könnte sagen, für Fans von Der Leuchtturm oder The Witch passt schon. Also wenn ihr diese Filme mögt, dann ist Gretel und Hänsel auch das Richtige für euch. Aufpassen, Leute, Gretel wird von der Schauspielerin gespielt, die junge Dorothy March in der Neuverfilmung von S spielt. Hast du doch noch. Beverly, genau. Beverly March. Leute, ich bin noch nicht ganz da. Okay. Das macht ja nichts. Beverly March. Also wer jetzt die Neuverfilmung von S gesehen hat und dann guckt, ach, das ist ja die kleine Beverly, ist was anderes. Also Vorsicht. Ja. Und Hänsel wird auch hier leider nicht gefressen. Ja, leider. Moment mal, definier das jetzt mal. Wieso leider? Weil er ein blöder Fendt war. Aha. Der ging mir auf den Sack. Das sagt die gerade eben noch gesagt hat, die Kinder werden da gefressen. Ja. Merkst du selber, ne? Egal. Ja. Den hätte ich auch gefressen. Ja. Und das Haus ist aber... Der kann aber noch nicht einmal was dafür. Das ist ein kleines Kind, der ist verwöhnt. Er wurde immer von allem beschützt, und zwar von Gretel. Aber der ging mir auf den Sack. Also so ein kantenschimmliges Brot finde ich jetzt nicht direkt verwöhnen, aber gut.
Ansichtssache. Ich weiß, was du meinst. Mhm. Der wurde behütet. Ja. Genau. So weil, wie du. Ja. Ich hätte mal doch besser mal gefressen. So. Da wären viele satt geworden. Man könnte ja aus meinem T-Shirt könnte man ja eine Suppe kochen. Ja. Da guckt man mehr Augen raus als rein. So, weiter geht's. Wer auch viel im T-Shirt hat, wenn sie mal was tragen würde. Ja, Elvira oder yes. Elvira, yeah. Mistress of the Dark. Mm. Den haben wir übrigens noch nicht zu Ende geguckt. Den haben wir angefangen mit unserer Tochter ja. und nicht zu Ende geguckt. Ja. Was sollen wir groß über Elvira sagen? Elvira. Der ist nicht gut gealtert. Leider nein. Leider nein. Ich fand diesen Film damals so geil. Hab ja. gesagt, Mensch, lass uns Elvira gucken. Und ich muss sagen, es gibt Filme, die behält man besser in positive Erinnerung und sagt, ah, das war ein geiler Film, den fand ich toll. Vielleicht guckt man sich auch nochmal einen Trailer an und sagt, ach, ach, wisst ihr noch, der war super, der war super. Aber guckt ihn euch vielleicht dann nicht nochmal an. Das könnte nämlich viele Illusionen vielleicht oder Erinnerungen zerstören. Auch, vielleicht war es bei uns aber auch einfach die falsche Synchro. Nein, wir haben auf ja... Nein, der, ja, es sind zwei Blu-ray. Blu-ray. Es ja. sind, ja, es sind zwei Synchronfassungen ja. drauf. Wir haben aber die geguckt, die wir damals auch hatten. Ich habe keine Ahnung mehr, welche das war. Ja, die. Ja, okay. Ich muss jetzt mal ganz kurz eine... Ich weiß jetzt nicht, was das war. Ich glaube, auf irgendwas hier drin reagiere ich allergisch. Vielleicht, keine Ahnung, auf jeden Fall... Die Nase setzt sich zu. Egal, wir ziehen das jetzt durch. Genau. Ja. Also Elvira selbst ist gut gealtert. Die sieht immer noch rattenscharf aus. Und ist mittlerweile 70. Ja, ja. genau. Ja. Aber der Film selbst hat für uns leider nicht den gleichen Charme gehabt wie damals, Nein. als wir jünger waren. Ja, also der war damals, ich meine, die ansprechenden Attribute hat der Film immer noch. Ja. 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 Und Cassandra Peterson, mhm. also Elvira, ja... Ich hatte auch in Erinnerung, dass der ein bisschen knackiger und schneller inszeniert ja, war. Ja, also der ist eher wie so eine Sitcom gemacht. Übrigens, ich habe gesehen, es gab einen Piloten zu einer Elvira-Sitcom. Mhm. Der war gar nicht schlecht. Den habe ich mir angeschaut hier auf YouTube und leider hat man die Serie nie realisiert, weil der damalige Senderchef hat gesagt, oh, das ist gut, das machen wir. Der hatte dann aber wohl einen Unfall oder irgendwas und sein Vertreter hat gesagt, nein, machen wir nicht. Und Cassandra Peterson ist immer noch sauer deswegen. Netflix, das ist eure Gelegenheit, weil ihr könnt auch die 70-jährige Cassandra Peterson immer noch ins Kostüm von Elvira stecken. Das hat ja auch. Altert nicht. Meinst du das? Nein, die, nein. Die ist ja sowieso momentan bei Netflix unter Vertrag. Mach doch die Sitcom. Und wenn es nur eine sechsteilige, das reicht ja vielleicht schon. Läuft das schon eine Stunde? Ach du liebes bisschen. Fast, ne? Ja, dann kommen wir jetzt zum krönenden Abschluss. Das Beste kommt zum Schluss, sagt man ja so gerne. Der letzte Film, den wir geguckt haben, den haben wir schon vorher geguckt. Das alles war jetzt chronologisch, aber diesen Film habe ich extra an den Schluss gemacht, weil ich da als letztes drüber sprechen wollte. Und zwar ist das ein Highlight aus meiner Kindheit. Ein Vampirfilm der Extraklasse mit Brad Harris, einem großartigen Schauspieler, den man auf jeden Fall kennt. Außerdem noch Walter Giller, Eddie Arendt. Und natürlich die wunderbare Evelyn Kraft. Evelyn Kraft, die kennt ja nun wirklich jeder. Du hast Theo Lingen vergessen. Theo Lingen ist auch dabei. Ja, den wollte ich so ein bisschen nach hinten schieben. Warum? Der war mein Highlight. Ja, aber ich wollte ja, weil dann hätte man ja vielleicht schon drauf kommen können. So, Evelyn Kraft, ja, die kennt jeder, der die Dudu-Filme gesehen hat. Von Robert Zentengruber oder wie der Regisseur heißt, der übrigens auch den Jimmy Bondi spielt. Das ist die Schweizer Nonne, diese blonde Schweizer Nonne. Und die spielt hier in Franz Josef Gottliebs Horrorkomödie Lady Dracula, die Lady Dracula. Das war ein toller Film, oder? Der Schluss ist mir in Erinnerung geblieben. Ob man da noch stören darf? Also Dracula beißt eine junge Komtessa in einem Landheim für gehobene Mädchen, oder wie heißt das? Schwerziehbar war die nicht. Ne? Nee, für aus höherem Hause. Ja. So, und dann wird sie aber in einen Sarg gesperrt und begraben. Und dann
100 Jahre später oder wie lang, ich weiß es nicht, wacht sie wieder auf, weil bei Bauarbeiten hat der Roberto Blanco, Roberto Blanco den Sarg gehoben und es fehlte eigentlich nur noch Shishi Matuki irgendwie, ansonsten, Und sie wacht dann auf und hat erstmal Hunger und danach ist das junge Mädel halt Evelyn Kraft. Ja. Die ist gut gealtert. Die synchronisiert wurde übrigens, damit dieser Schweizer Akzent dann nicht. Ja. Ist so geil. Also dieser Film, nicht zu verwechseln, es gibt noch einen anderen Film, der auch Lady Dracula heißt. Das ist was ganz anderes. Wir reden hier wirklich von... Ist der von Hammer? Nein, das ist, glaube ich, ein italienischer Produkt. Italienisch, Spanisch, weiß ich nicht genau. Ja, da könnte man auch Bruce sehen. Der ist vor allen Dingen sehr brutal. Ah, okay. Aber hier, also Franz Josef Gottlieb, allein der Name spricht ja schon für Qualität. Da haben wir auf keinen Fall irgendwelchen Gewaltakten oder sowas. Ja. Dieser Film ist, also er ist so geil. Am besten ist diese Swing-Musik, ne? Oh. Lady Dracula, Lady Dracula. Hätte auch ein Porno sein können. Das ist so geil. Und der Theo Lingen spielt da einen Bestatter namens Theo. Mhm. Und die junge Comtessa, also Lady Dracula, die fängt bei ihm halt an zu arbeiten in der Leichenpräparation. Ja, und, als Leichen-Make-up-Artistin irgendwie sowas. Sie trinkt das die ganze Zeit die Blutkonserven aus. Ja, weil die Leichen, die sie bearbeitet, die da sagt Theo Lingen noch hier von wegen, ja, sie behandelt die Leichen mit echtem Blut. Und deswegen sehen die so toll aus. Ja. Deswegen bekommt ihr auch jede Woche eine Ladung von Blutkonserven. In den 70ern gab es ja auch genug davon, ne? Weil wir sind ja alle freiwillig zur wie nennt sich das nochmal, zum Abzapfen, genau, gelaufen. Also, so Frankfurter Applaus. Ja, nein, es ist eine total abgedrehte, total... Die Wohnung, wahnsinnige. Die Wohnung von ihr, die ist so geil. Alles steril, alles weiß, alles Hülster, würde ich mal sagen. Und dann macht die so ein Bücherregal auf. Ja, so ein Bücherregal auf und dahinter alles hier Kerzen überall. Also brandschutzmäßig top. Und, und dann liegt da halt eben der Sarg. Ich meine, 70er Jahre Plattenbau oder von mir aus auch Edelbau und da ist so ein heimlicher... So eine heimische Gruft. Das ist Wien, da hast du keine Plattenbau. Ah. Das ist geil. Es ist einfach, also dieser Film, Lady Dracula, es ist einfach, da hatten wir noch eine alte VHS-Kassette rumfliegen und ist Lady Dracula. Geil. Gibt es leider auch nirgendwo zu kaufen, aber. Oh doch, der hat also auch wenn man es mir jetzt nicht so ansieht, aber der hat mir echt Spaß gemacht. Echt, ja. So, und damit sind wir auch schon am Ende angelangt. Ich glaube, das ist unser längstes Video bisher. Ja. Eine Stunde, aber naja, gut, es ist ja auch eine Sondersendung gewesen. Genau. So, ich hoffe... Wir haben jetzt gerade mal kurz vor knapp vor Halloween und in der Zeit, wo wir in der Woche keine Filme geguckt haben, da haben wir die Halloween-Folgen von verschiedenen Serien geguckt. Ja, Bob's Burger, die Halloween-Folgen oder auch Family Guy, The Simpsons, also da haben wir auch. Da gibt es ja viele. Ja, ja, aber das wird jetzt den Rahmen sprengen auch. Ja, ich wollte es nur mal erwähnt haben, weil verdient haben sie es. Leider gibt es die epischen Halloween-Folgen von Roseanne nirgends mehr zum Streamen. Und meine DVDs, die haben wir auch nicht mehr rausgekramt. Ja, das ist, weil Roseanne mal an falscher Stelle was Falsches über die falsche Person gesagt hat. Und dann darf man diese Serie, die ja überhaupt nichts damit zu tun hat, eben nicht mehr zeigen. Ja, finde ich auch nicht in Ordnung. Bill Cosby würde ich auch gerne nochmal gucken. Ich habe mir nämlich damals die DVDs nicht geholt. Ja. Ja, aber... Ja. Das ist so, ne? Wenn du halt in Hollywood in Ungnade fällst, dann ist alles, was du vorher gemacht hast, auch blöd. Das ist die Schattenseite von Streamingdiensten. Ja, das ist der Vorteil, wenn man die DVDs zu Hause stehen hat. Da kann Roseanne sagen, was sie will. Oder wenn jetzt zum Beispiel Ed O'Neill irgendwann mal sich als Nazi bekennt, habe ich trotzdem da oben noch... Zum Beispiel, dann habe ich da oben immer noch eine schrecklich nette Familie, die man aber sowieso nirgendwo streamen kann, deswegen spielt es keine Rolle. So, das war's für heute. Wir wünschen euch einen schönen Halloween-Abend. Ja. Morgen gibt es natürlich kein Video, erstens, weil Feiertag ist und zweitens, weil Dienstag ist, aber am Mittwoch
gibt es ein Comic-Review von mir und der ein oder andere He-Man-Fan wird schon wissen, was es ist, was am Mittwoch rauskommt. Und dann ab Donnerstag habe ich ganz, ganz viele Unboxings für euch, denn ich habe ja, wie gesagt, ich habe ja hier so ganz, ganz viel von Cine Strange Extreme gekriegt. Ich will da jetzt gar nicht so ins Detail gehen, aber hier ist es eben gekommen und ja, da gibt es ein paar Unboxings. Ansonsten wünschen wir euch einen schönen Halloween, morgen einen schönen Feiertag. Tut nicht zu viel, bleibt gesund, bleibt geil und ja, geht schön Süßigkeiten grapschen, liebe Kinder. Der Süße, sonst geht sauer. Ja, und sauer kann ja auch schön sein. Mhm. Und wenn das Leben euch Limonade gibt, macht Zitronen draus. Und das Leben so, hä? Mhm. Bis zum nächsten Mal. Eure Becky und der Michi.